Letztens bin ich im Wald gewesen und da wollte ein Ork eine schöne Frau fressen. Da habe ich gesagt, hey, und dann wollte ich den Raum absuchen, aber habe nur eine 3 gewürfelt. Und dann hat der Ork halt mich gefressen. Was macht ein Rogue in einer LGBTQ-Plus-Taverne? Er sucht nach Traps. Den verstehe ich selbst nicht. Probieren wir den. Warum hat die Stadtwache den Zauberer direkt erschossen? Er war ein schwarzer Magier. So wird das nix. Ich teste das besser nochmal von vorn. Oh shit, mein Headset-Kabel. Oh nein, er verfängt sich überall. Okay. Okay, süß mit. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bei mir oder bei dir. Ein Ork, ein Troll und ein Mandalorianer kommen in eine Bar. Sagt okay. Der Mandalorianer, ich würfel eine 7. Fällt der Ork tot um. Sagt der Mandalorianer, hey, ich hab doch gar nicht zuerst geschossen. Okay. Funktioniert eher so mittel. Ich war ja schon kurz weg. Kurz was zu trinken holen. Weil ohne den Drink halte ich das nicht aus hier. Alright. Ich glaube, die Witze sind so schlecht, dass wir den Stream beenden sollten. Gut, ich hab Brötchen. Ziemlich trocken und ungenießbar. Ach, irgendwann. Für irgendwas werden wir die schon brauchen. Ich glaube, ich möchte noch nicht aus dem Hotel. Ich würde mir ganz gerne noch die anderen Räume nochmal angucken. Unter anderem halt auch die Aussichtsplattform. Außer die Hütte von Swingle. Okay, hier hat sich nichts getan. Hier hat sich nichts getan. Nein, ich baue mich so. Ah, ich habe mich verklickt. No. Alles klar, Reaper. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir mal. Ich kann mich aber auch noch weiter umgucken. Hilft das schon? Reife Leistung, genau. Nein. Wer hätte das gedacht? Ja. Das Schiff bekommt man nicht. Okay, ich dachte nur eventuell. Wir haben da wieder. Oh, irgendwas Neues. Die Insel sieht. Das ist gut. Da ist doch ein Bo. Nee, aber scheint alles noch derselbe Philofat zu sein. Die Vögel können mir. Na, aber. Gut. Dann hat sich das hier auch erledigt. Nur die ganzen Zwillingsbrüder, die sind alle weg. Der Samen scheint das Beet richtig spielen. Gut, ich glaube, da brauche ich auch erstmal nichts. Wenn ich nicht wiederkomme, wenn es das Game. Ja, das ist richtig. Da muss ich immer so tun, als ob ich Pause mache und dann die komplette Lösung reinspielen. Was gibt's? Hast du vielleicht eine Ahnung, was aus dem Schrott geworden ist, den ich gesammelt hatte? Schrott? Welcher Schrott? Der da an dem Haken hing. Der in Form eines Floßes? Der Schrott in der Form von Schrott. Den habe ich für dich, recycelt. Ist doch super, oder? Alles für den Planeten. Na, wie geht's dem Vogel jetzt? Ich musste stundenlang schrubben, um das Öl aus seinen Federn zu bekommen. Aber ich habe es geschafft. Das freut mich. Ich habe ihn dann im Dschungel in die Freiheit entlassen. Sogar an einer Stelle, wo ein Weibchen in der Nähe war. Aber als er es gesehen hat, ist er panisch in eine andere Richtung gerannt. Sowas aber auch. Was für ein seltsamer Vogel. Irgendwo wieder ein Tier in Not? Im Moment nicht. Würdest du mir vielleicht helfen, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird? Sorry. Ich habe selbst ganz viele Tiere, um die ich mich kümmern muss. Das ist natürlich ein guter Grund.
Josef, die Sache war so, ich habe den ersten Teil, den habe ich Let's Played auf meinem YouTube-Channel. Und den zweiten, den wollte ich halt die ganze Zeit Let's Playen. Und dann hatte ich einfach irgendwann vorgeschlagen, dass ich das Game halt einfach im Stream mache. Wenn du auf Kalaua fertig bist, wo machst du dann weiter? Das weiß ich noch nicht. Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Es gibt schließlich auf dieser Welt immer noch genug Leute, die rücksichtslos durchs Leben gehen. Die immer irgendwo was hinwerfen, umkippen, kaputt machen, mitgehen lassen. Manche aber wenn es um Empfehlen geht... Was? Nichts. Müsste man die Nishoba dafür beschuldigen, weil sie mir sagte, ich sollte Larry unbedingt spielen, das ist halt richtig gut. Ich habe es gespielt, das hat mir gefallen. Ich fand den ersten Teil, den fand ich richtig gut. Und der zweite, der ist genau wie der erste auch. Das ist komplett gestört und mega kaputt einfach. So, wir machen das Übliche, wir schauen uns erstmal überall nochmal um. Jetzt ist offen. Eine Toilette ohne Spülung wäre ein Plumpsklo. Hinfort mit dir! Oh, shit. Orchidee? Manchmal kann es keine so tolle Idee sein, sich als Fachmann für etwas auszugeben, wenn es gar nicht schön. Du beispielsweise hast keine Ahnung, ob man Orchideen essen kann oder nicht, oder welche giftig sind. Immerhin einige giftige Art kennst du schon. Allerdings wirst du keine Chance haben, ein neu erworbenes Wissen einzusetzen. Es sei denn, du kehrst auf magische Weise ins Leben zurück. Ich wollte sie nehmen und nicht essen! Verdammter Larry! Du Vollidiot! Es ist schon das dritte Mal, dass wir in dem Game draufgegangen sind. Okay, Finger weg von der Orchidee. Passt. Ach shit, ich wollte mir eigentlich das Loch mal angucken. Larry, ich habe noch etwas aus Swingles Dossier für dich. Na? Der Marquis de Connard, der versucht hat, die anderen von der Unsatisfied zu töten, da gibt es widersprüchliche Informationen. Entweder ist er durchgedreht und hat versucht, sich mit dem Schlüsselstein in den Vulkan zu stürzen, oder Cockburn hat versucht, ihn dort zu töten. Jedenfalls ist der Marquis mit seinem Stein irgendwo am oder im Vulkan verschwunden. Okay. Vielleicht finden wir etwas. Ist das nicht eine aus Kannibalgedöse, die Nora? Hallo. Nettes Outfit. Das ist doch egal. Was? Hauptsache, es hängt nichts im Weg rum. Versuch mal zu klettern, wenn alles an dir rumschlabbert. Endlich mal ein guter Grund für knappe Bekleidung. Ich bin Larry. Larry Leffer. Und ich bin Nora. Das ist so ein leichtes Lara Croft-Top einfach an. Kletterst du beruflich? So kann man das nennen. Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Bergsteigerin? Biologin. Was hat das denn mit Klettern zu tun? Wie soll ich sonst an die Viecher rankommen, die ich untersuche? Einige von denen sind echt schnell und flink. Außerdem mag ich die sportliche Herausforderung. Gut für die Bauchmuskeln. Leider greife ich oft daneben und knalle dann runter. Oh. Was ist dein Lieblingstier? Katze. Was? Einfach nur Katze? Da hätte ich jetzt ein total exotisches Tier erwartet. Ich nehme die Arbeit nicht so gerne mit nach Hause. Guter Punkt. Katze. Ich will gern da hoch auf den Vulkan kommen. Was willst du denn da oben? Ich suche einen Stein der Gründerväter. Was denn für Gründerväter? Die dieses Archipel hier entdeckt haben. Steine sind langweilig. Ich würde dir ja gern helfen, da hochzukommen. Aber ohne meine Kletterausrüstung geht das nicht. Okay, okay, okay. Hier muss irgendwo ein toter Marquis sein. Hast du den vielleicht gesehen? Nein, ich interessiere mich nur für Tatzelgeckos. Für was? Hier auf dem Archipel gibt es viele seltene Arten, aber einer ist so richtig einzigartig. Und der kann nur an Vulkanrändern überleben. Der langschwanzige Tatzelgecko. Wenn ich den beobachten könnte... Dummerweise fehlt mir ein Teil meiner Kletterausrüstung. Hat wohl meine Schwester Dora aus Versehen mitgenommen. Wo ist denn Dora? War sie am Exploren, die Gute? Wo finde ich denn deine Schwester? Ach, keine Ahnung, wo genau die sich nun wieder rumtreibt. Das weiß sie meistens auch selbst nicht. Immer total verplant. Sie hat irgendwas gesagt, dass sie eine bestimmte Pflanze suchen will. Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit V. Scheiß Dora. Immer komplett. Vuvuzela? Vuvuzela? Nein, das war's nicht. Moment, jetzt fällt's mir wieder ein. Vagina dentata. Da beiß ich mir mal auf die Zunge.
Hübscher Name für eine Pflanze. Ich interessiere mich ja nicht so für Gewächse. Das ist eine Riesenorchidee, die nur an einer Stelle im Archipel wächst. Ist wohl sehr selten und hier schon seit Jahrhunderten heimisch. Aber wie gesagt, davon verstehe ich nichts. Larry, ich habe hier eine Stelle aus Swingles Dossier, wo diese Pflanze erwähnt wird. Offenbar hat der Marquis auch diese Pflanze gesucht, weil ihr sexuell magische Kräfte zugeschrieben werden. Wenn der Marquis dort war, gibt es dort vielleicht auch eine Spur von dem Schlüsselstein. Weißt du genauer, wo das ist? Der Ort liegt im Dschungel auf Gufuku Island und ich habe hier eine genaue Wegbeschreibung. Wir müssen zu einer ganz bestimmten Lichtung. Dann nichts wie hin. Und wenn ihr dort seid, bringt ihr meine Kletterausrüstung mit, ja? Und sagt Dora liebe Grüße. Machen wir. Ich muss los. Meins. Da wächst eine hübsche Orchidee. Sterbe ich nochmal? Oh Gott, ja. Okay. Ich dachte mir, vielleicht würde er sagen. mach mal nicht diese. Ist gut. Das war jetzt für die Wissenschaft. Fegerwerk von Orchideen, aber ich finde noch safe andere Methoden, wo ich drauf gehen kann. Ein Stromgenerator mit einem Anschluss für Geräte. Ich hab ja nichts. Da muss ich etwas anschließen, was... Okay. Sehen lecker aus, könnten also giftig sein. Die hat er nicht gegessen, aber die Orchidee, die haut er sich so in die Fresse. Ob die giftig sind? Ob ich es wirklich rausfinden will? Jesus. Ich hasse dich, Larry. Eine vorschriftsmäßige Schaufel. Gib mir die. Praktisch. Wie sie einfach nichts dagegen hat, das ist ziemlich gut. Mehr Stuff für mein Inventar. Okay, das kleine Loch, da kann ich mir nicht angucken. Abgeschlossen. Aber ich höre jemanden da drin schwer atmen. Da spüre ich einen Luftzug. Guck doch mal rein. Direkt hinter dem Loch hechelt jemand rum. Hallo? Keine Antwort. Da spüre ich... Reingucken willst du? Ach so, ein Luftzug, ne? Das Ventil des Gummitypen passt genau in das Loch. Ah! Oh Mann. Es ist nicht ganz Antonio Banderas, aber... Wenn mich jemand fragt, warum ich den mit mir rumtrage, behaupte ich einfach, dass das ein aufblasbarer Co-Pilot ist. Ja, Becky, meinst du, sie hat den getrunken? Würde mich auch nicht wundern bei ihr. Ah, oh, scheiße. Gut. Haben wir den zumindest aufgeblasen bekommen? Gehen wir mal hier in den Dschungel. Hier hat sich, glaube ich, nichts getan. Hier hatte offenbar ein Schwein eine gute Zeit. Das Schwein, was wir weggeschleudert haben. Es reicht, wenn sich ein Schwein hier im Schlamm gewälzt hat. Okay, perfekt. Okay, okay. Du weißt, du hast Probleme. Mit der Hand komme ich. Mit der Hand. Okay, okay. Passt. Gut, meine To-Do-Liste. Schauen wir da nochmal nach. Wir brauchen noch eure Kletterausrüstung. Auf Gufuku Island. Also düsen wir wieder nach Gufuku. Komme ich von da aus so hin? Was kann ich denn alles anreisen? Nur die Großen? Und den und den? Rüberdüsen. Larry, über diese Insel hat Swingle auch einige interessante Informationen gesammelt. Okay, ich bin gespannt. Auf Gufuku Island gibt es Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Swingle hat vermutet, dass sich diese Höhle des kosmischen Wissens hier irgendwo befindet. Gut zu wissen. Allerdings ist das wohl auch die Insel mit den Todesfallen, die von einer alten Zivilisation stammen. Oh. Oh. Ja gut, Todesfallen finde ich. Bin ich Experte für. Vielleicht besser. So einen Pilz habe ich noch nie gesehen. Nehme ich. Danke.
Vielleicht kann man den ja sogar essen. Und vielleicht leuchtest du dann von innen. Nichts dagegen. Steinscheibe, man weiß ja nie. Ich kenne den Weg dadurch. Okay, das ist gut. Aber bevor wir da hingehen... Ein dichter Busch. Hoho. Das ist nicht die Art Busch, die ich mag. Okay, reicht. Noch eine Steinscheibe. Ein Hebel für Hebelwirkung. Okay. Es hat sich nichts getan. Da ist ein Loch im Fels. Ich kann durch das Loch was erkennen. Ist das ein Pokéball einfach? Wie viele Symbole hat es denn? Oh shit. Okay, weird. So andere oder genau dieselben? Scheint es genau dieselben zu haben. Oh, das weird. Da geht es in die alten Ruinen hinein. Was ist das? Noch eine Orchidee? Yes, okay. Lass mir nur die Finger davon. Ich glaube, wir vorher ist erstmal hier fertig, weil das, glaube ich, nicht allzu viel bringen wird. Gute Idee. Aber so nicht, okay? Kann ich die da machen? Besser nicht. Nicht ins Loch. Okay. Oh, hinter dem Wasserfall kann ich hin? Ah, hier ist der Weg, den der Marquis beschrieben hat. Oh, shit. Es ist Dora. Gib mir die Kletterausrüstung. Ich soll Nora ihre Kletterausrüstung bringen. Die bringe ich ihr wieder, wenn die Orchidee erblüht ist. Okay, wir reden erstmal mit dir. Hey, bist du vielleicht Dora? Wer will das wissen? Na, ich. Ich meine, wer bist du? Super komplexes Point-and-Click. Larry Leffer. Und wie hilft mir das jetzt weiter? Keine Ahnung, du hast doch gefragt. Ich geb's auf. Keine Sorge, man gewöhnt sich an ihn. Lieben Gruß von deiner Schwester. Danke. Ist sie schon wieder irgendwo runtergeknallt? Nein, sie will aber gerade auf den Vulkan. Wenn das mal gut ausgeht. Hast du hier vielleicht einen goldenen Stein oder toten Marquis rumliegen sehen? Nein, die beiden Sachen wären mir wohl aufgefallen. Schade. Was genau machst du hier? Eigentlich wollte ich hier die Ruinen untersuchen. Die sind ein Standbein von mir. Aber da bin ich eher so reingefallen. In den Job? Nein, ich war in Südamerika im Urlaub, bin von meiner Gruppe getrennt worden und in eine Grube gefallen. Bin direkt auf so einer goldenen Statue gelandet. Oh, hat das wehgetan. Da war ich dauernd im Fernsehen und alle haben gemeint, ich wäre so eine Entdeckerin, die sich auf irgendwelche Gräber spezialisiert hat. Und ich hatte gerade sonst nichts zu tun, also dachte ich mir... Reise ich halt rum und gucke, ob ich noch mehr finde. Hat das geklappt? Bisher nicht. Aber wegen der Statue bin ich reich. Da macht das nichts. Na, was für ein Glück. Ich konzentriere mich jetzt aber auf Pflanzen. Die tun nicht so weh, wenn man drauf fällt. Fallsucht scheint bei euch in der Familie zu liegen. Ich soll Nora ihre Kletterausrüstung bringen. Ja, die habe ich wohl versehentlich mitgenommen. Ich bin so ein Schüssel. Die bringe ich ihr wieder, wenn die Orchidee erblüht ist. Ist das die Vagina dentata? Vielleicht kann ich dir helfen, sie zum Blühen zu bringen. Oh, du hast von ihr gehört. Ja, das ist sie. Fass sie bloß nicht an. Die ist besonders empfindlich. Und nur besonders empathische und einfühlsame Leute sollten sich ihr nähern. Ansonsten wird sie nie aufblühen. Und wenn es passiert, will ich es miterleben. Ich bin total empathisch. Da bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht kann ich dir helfen, die Orchidee zum Blühen zu bringen. Das wird ein magischer Augenblick. Da sollten aber nur absolute Fachleute in der Nähe sein, wie ich. Und du siehst mir nicht danach aus. Aber ich verstehe ganz viel von Blumen. Und Bienchen. Ach ja,
Es gibt im Archipel ganz viele unterschiedliche Orchideen. Aber die sind alle äußerst giftig. Bis auf eine einzige Art. Du kannst mir doch sicher so eine bringen, oder? Selbstverständlich. Du weißt ja sicher auch, dass alle anderen beim kleinsten Hautkontakt sofort tödlich wirken. Klar weiß ich das. Klar weiß ich das. Dann bin ich gespannt, was du mir bringst. Wenn du mir was bringst und nicht tot im Dschungel liegst. Welche Blume soll ich dir nochmal bringen? Ein Exemplar der einzigen Orchidee auf der... Wie ist dann dein Verhältnis zu deiner Schwester? Wir verstehen uns eigentlich ganz gut, aber haben auch ein wenig Konkurrenz. Schließlich arbeiten wir in ähnlichen Fachgebieten. Ich finde, sie könnte etwas weniger angespannt sein. Ihr geht es immer nur um die nächste große Herausforderung. Sie sollte innehalten und an den Blumen am Wegesrand riechen. Wie du? Genau. Bis später. Wenn ich die anfasse, sterbe ich? Finger weg! Die ist empfindlich! Kein Ding. Schaufel rein. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Nicht? Okay. Die Orchidee scheint ziemlich raumeinnehmend zu sein. Ich sollte besser nicht an den Wurzeln rumfummeln. Dalle, bringst du mir meinen Akku aus dem Ladegerät? Danke. Okay. Das ist die einzige Orchidee, die nicht giftig ist. Das werde ich im Leben niemals packen. Sie sind alle giftig. Hinter dem Wasserfall nochmal gucken. Aber wir können von hier nicht weg. Ich weiß. Mir geht's genauso wie dir, falls du das noch nicht gemerkt hast. Und wir können das Lab nicht einfach so spielen. Wie soll das denn gehen ohne Spielleiter? Wir denken uns selbst was aus. Hast du dir jemals schon was selbst ausgedacht? Nein. Aber Spielleiter ist doch nicht schwierig. Du hast auch gesagt, es wäre nicht schwierig, ein Computerspiel zu entwickeln. Hey, es hat mir niemand gesagt, dass man für sowas eine Engine braucht. Und überhaupt war der Publisher schuld. Wir hatten keinen. Aber der hätte alles verbockt, wenn wir einen gefunden hätten. Jedenfalls brauchen wir einen Spielleiter. Und so einer fällt nicht vom Himmel. Außerdem können wir nicht mal in die Ruinen. Wir können doch auch hier spielen. Nein, hier ist es nicht atmosphärisch genug. Weißt du was? Ich hab genug. Wir verschwinden. Hey, was macht ihr beiden denn hier? Verkauft ihr jetzt P-Phones im Dschungel und müsst ihr jetzt in diesen Klamotten rumlaufen? Oh, verdammt, Finley. Das ist der komische Typ aus New Lost Wages. Beweg dich nicht, Kyle. Vielleicht bemerkt er uns nicht. Ich rede doch schon mit euch. Mist, es hat nicht funktioniert. Was macht ihr denn hier auf der Insel? Wir sind wegen des Galaktischen Festivals hergekommen. Das sollte ein einzigartiges Event werden. Galaktische Wesen, viel Action und Musik. Alles ist möglich, haben sie versprochen. Und Frauen. Ja, ganz viele Stars sollten hier sein. Wahnsinnig. Total der Flop. Keine Stars. Wir sind erst fast ertrunken. Und dann kam der Sturm. Tja, das war alles nichts. Aber wir haben hier noch ein paar Gleichgesinnte gefunden und dachten uns, da machen wir halt ein LARP. Mit LARPs kenne ich mich aus. Klar, du machst dir offensichtlich selbst eins zu diesem alten Tanzfilm. Wie funktioniert das denn mit eurem LARP-Dings? Wir erleben die tollsten Abenteuer in einer fantastischen Welt. Jeder von uns schlüpft in eine Rolle und der Spielleiter sagt uns, was wir erleben. Das ist alles? Das ist schwerer, als es klingt. Ein Spielleiter muss exakt wissen, was er tut. Sonst wird es langweilig. Hey, ich kann für euch den Spielleiter machen. Was? Du? Siehst gar nicht danach aus. Was meinst du, was ich für eine Fantasie habe? Du musst aber für uns alle hier wirklich was zu bieten haben. Klar doch. Wir wollen aber auch an einem Ort spielen, der perfekt für uns ist. Wie stellt ihr euch den vor? Wir wollen echte Helden sein und Todesfallen meistern. Je gefährlicher, desto besser. Kennst du so einen Ort? Ich muss erst noch den perfekten Ort für das LARP finden. Dann sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Habt ihr vielleicht irgendwo ein Buch mit schlechten Witzen gesehen? Jo. Wir haben sowas bei dem Festival mitgenommen. Unser Rollenspielbuch ist dort verschwunden. Echt doof. Kann ich das haben? Klar. Wir haben es weggeschmissen. No. Wo denn? Da draußen vor der Höhle irgendwo. Okay. Warum sind eigentlich keine Frauen bei eurem LARP dabei? Die interessieren sich einfach nicht dafür. Ja,
Keine wollte sich von uns retten lassen. Wir hätten sie so schön angekettet. Hätte nicht mal was sagen müssen. Einfach nur da sitzen und gut aussehen. Als wäre das zu viel verlangt gewesen. Jetzt müssen wir das alles unserer Fantasie überlassen. Ach, das musste ich in meiner Jugend auch so handhaben. Ich bin 29. Ich muss weg. Okay. Eine alte Vorrichtung. Aber da scheinen noch Teile zu fehlen. So kann ich das nicht Ja, ich hab halt einiges so, ne? Die Steinscheibe passt genau drauf. Die Steinscheibe passt genau drauf. Die Steinscheibe. Jetzt scheinen alle Scheiben eingesetzt zu sein. Aber was. Oh. Ist es wie dieses alte. Ich weiß gar nicht, ob das kennt. Es gab immer so diese Drehscheiben für die alten LucasArts Games, die dann so Passwörter waren. Muss man dann halt auch drehen, um Kopierschutz vorzubeugen. Mittelfingerbeste. War doch der? War der doch? Oder hab ich denn komplett versemmelt? Hey, da muss ich nochmal kurz raus. Kurz raus, mal wieder rechts zur Hülle da gucken. Ich kann durch das. Ja, das ist das. Aber den kriege ich da nicht. Warte mal. Warte. Okay, gut, dadurch erkenne ich nichts. Leider. Ich habe noch einen inneren, mittleren und äußeren Ring. Der Sockel ist fest. Da kann was hingelegt werden. Okay. Dann legen wir irgendwas hin. Das ist gut so, wie es ist. Da kann was hingelegt. Gut, ich bezweifle, dass ich irgendwas habe, was da hingelegt werden muss. Das hilft mir nicht. Hilft mir nicht. How about the energy drink? Besser nicht. No? Alright. Die beiden Sachen funktionieren. Gut. Gut. Die sehen ziemlich alt aus. An denen kann ich nichts verändern. Dynamit? Nein. Eindeutig Kerzen. Geht mir. Kerzen braucht man immer. Sind das Fruit Loops? Fruchtkringel. Meins. Mit Milch besonders gut. Oh, wie nützlich. Das Licht fällt hier ein. Genau auf diese Stelle am Sockel. Das ist gut so. Schade. Aber ich habe sonst nichts, was irgendwie Licht braucht oder sonstiges. Das hilft mir nicht. Das ist gut. Sein Outfit sieht aus, als käme er aus den 80ern. Das muss ihm doch peinlich sein. Das sagt der Richtige. Hey, ich bin Larry. Larry Leffer. Und du siehst aus wie... ein Zeitreisender. Was? Wie kommst du denn auf sowas? Ich bin...
Hausmeister. Das wäre meine nächste Vermutung gewesen. Ich bin Will Comply. Interessanter Name. Kannst dich bei meinen Eltern bedanken. Weil die alle Antennen korrekt ausgerichtet und keine Empfängnisverhütung benutzt haben? So ungefähr. Was machst du so als Hausmeister? Naja, putzen halt. Arbeitest du an einer Schule oder so? Ach was. Na, ich glaube auch, was spiegeln. Freiberuflicher Hausmeister. Wenn irgendwo der Schmutz zu viel wird, wen ruft man dann? Dich? Genau. Will Comply bekommt alles sauber. Auf Wunsch schreie ich auch Schulkinder, Mieter oder Angestellte an. Kostet aber extra. Also ich gehe davon aus, dass ich irgendeinen Spiegel oder so brauche, dass es dann irgendwie hier auf die Sockeln reflektiert, die mir dann quasi anzeigen, wie ich die Scheiben vor der Höhle zu drehen habe. Weil sonst wären ja diese Symbole nicht da. Aber da ich nichts habe, was spiegelt, ist das eh erstmal weg. Aber die Dora, die hatte einen Spiegel in der Hand gehabt. Oder eine Lupe oder was auch immer. Und vielleicht kriege ich den dann von ihr. Aber das wahrscheinlich nicht jetzt. Wie bist du hier gelandet? Ich habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Da kam dieses galaktische Festival gerade recht. Ich dachte mir, hey, du bewirbst dich direkt im passenden Outfit. Dann habe ich mir das hier selbst geschneidert, habe den Job sogar bekommen. Ja, ich kann es gleich mal ausprobieren. Naja, du hast ja sicher mitbekommen, wie es ausgegangen ist. Jetzt weiß ich nicht, wie ich wieder nach New Lost Wages komme und bin irgendwie bei denen hier gelandet. Sie meinten zu mir, sie brauchen noch mehr Mitspieler für ihr Lab. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich bin flexibel. Bei diesem Lab bist du dann, was? Da bin ich natürlich ein intergalaktischer Hausmeister. Ist das nicht ein wenig fantasielos? Bei einem Lab geht es doch darum, in völlig andere Rollen zu schlüpfen. Aber warum sollte ich meine angeborenen Fähigkeiten komplett ablegen? Außerdem ist so ein Wischmob eine nicht zu unterschätzende Waffe. Er ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser unter den Reinigungsgeräten. Ich war ja schon an vielen Orten, aber erst auf dieser Insel habe ich das Wort Inselbegabung verstanden. Was? Hör nicht auf sie. Sie hat ein Problem mit Männern wie uns, die eine außergewöhnliche Begabung haben. Ich kann dir als Spielleiter eine tolle Geschichte bieten. Echt? Kann ich da drin auch putzen? Ja? Am besten spielt das an einem total verdreckten Ort, wo ich heldenhaft putzen muss. Kennst du so einen hier? Ich muss ja... Gut, dann sag Bescheid. Okay. Over and out. So, dann versuchen wir das mal mit der VIP-Karte. Besser nicht. Okay, geht leider nicht. Reflektiert vielleicht zum Becher die Wasser. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt safe eh nicht das Richtige, was ich dafür brauche. Eine Wodkaflasche vielleicht noch. Das ist gut. Auf keinen Fall. Hey, Smokey Bear, du bist ja auch hier. Larry Laffer, Red Shirt. Das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe, der mir die Augen zur großen Wahrheit geöffnet hat. Oh, es ist mir eine Ehre. Ich hoffe, ich habe auch so ein Erweckungserlebnis. Was hast du in letzter Zeit so getrieben, Smokey? Nicht so laut. Die haben ihre Mikrofone überall. Wenn ich nicht aufpasse, orten die mich wieder. Geht klar. Ich musste schnell aus New Lost Wages weg, weil sie Witterung aufgenommen hatten. Sie waren überall. Dieser Mann im Bus, der mich angeschaut hat. Der Fahrkartenautomat hat mich beobachtet. Und dann war da noch eine Katze. Die war mit denen im Bunde. Ich bin dann nach Louisiana zu einer Konferenz über die geheime Weltverschwörung gefahren. Da habe ich noch viel mehr verschwiegene Wahrheiten erfahren. Dort habe ich auch einen Flyer für ein galaktisches Festival hier auf der Insel erhalten. Da sollte es auch Vorträge geben über die Aliens, die vor langer Zeit hier gelandet sind und eine Hochkultur begründet haben. Angeblich haben sie hier tiefes Wissen über die Menschheit versteckt. Einen Ort, an dem man die endgültige Erkenntnis über sich selbst entdecken kann. Ja, davon habe ich schon gehört. Bullshit! Davon habe ich auch schon gehört. Siehst du? Da muss doch was dran sein. Jedenfalls war das Festival eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer das organisiert hat, aber da hat gar nichts gepasst. Immerhin habe ich diese anderen Leute kennengelernt, die ein Lab durchführen. Sag es ihnen nicht, aber ich glaube, die halten das nur für ein Spiel. Dabei ist das der Weg zur Selbsterkenntnis. Alright. Was ist denn Red Shirt für ein komischer Name? Wir wollen uns keine Mühe machen, uns erst groß einen auszudenken und dann fällt er sowieso direkt tot um. Was? Das haben die beiden anderen da drüben so gesagt. Ich weiß doch auch nicht, wie sie das meinen. Aber ich bin ein wichtiges Crewmitglied. Das haben wir doch so vereinbart. Ich verstehe davon doch nichts. Aber die beiden scheinen zu wissen, wovon sie reden. Eigentlich heiße ich Captain Dickhart. Egal. Jedenfalls wollen wir hier so ein LARP spielen.
Was soll denn in diesem Lab passieren? Also, ich will hier Spuren einer alten Zivilisation finden. Die könnte hinter der aktuellen Verschwörung stecken. Und ich erwarte ein interstellares Abenteuer. Fremde Rassen, mit denen wir in Frieden zusammenleben können. Einen echten Fortschritt der Menschheit. Weisheit und Frieden. Du hast doch vorhin was davon erzählt, dass du Aliens in den Arsch treten willst. Natürlich nur aus dramaturgischen Gründen. Ich würde jedenfalls mal total gern einen Faustkampf gegen ein Echsenwesen erleben, wo es mir das Hemd zerfetzt und alle meine Muskeln sehen. Echsenmenschen? Wo? Ich hätte meinen alten Aluhut doch nicht in den Müll werfen sollen. Der neue taugt nichts. Natürlich sollte es kein Erstkontakt sein, denn da müsste eine andere Direktive befolgt werden. Wo sind jetzt die Echsenmenschen? Ganz ruhig, Smokey. Ich habe keine gesehen. Das heißt nur, dass die sich gut verstecken. Aber solange wir keinen Spielleiter haben, geht gar nichts. Die beiden komischen Typen da drüben wissen genauer, wie das funktionieren soll. Okay, es wird wahrscheinlich wieder auf selbe Dialog hinauslaufen. Ich kann für euch den Spiel... Meinst du, das ist was für dich? Ach, er soll es ruhig mal versuchen. Hauptsache, ich kann dabei gegen Echsen kämpfen. Wir brauchen aber auch das perfekte Setting für uns. Hast du eins gefunden? Noch nicht. Ich muss... Wir warten dann hier. Okay. Bis später. Gut. Dann sind wir hier, glaube ich, soweit erstmal fertig. Das hat ja jetzt Buch vor der Höhle weggeschmissen, aber wir finden es so, denke ich, erstmal nicht. Diese Orchidee wird mich wahrscheinlich umbringen. Ach, ich werde sie anfassen müssen, um zu wissen, ob sie mich jetzt killt oder nicht. Ob sie Orchidee ist, die Dora haben will. Tot. Wusste es. Alles gut. Aber wer packt ihn denn auch mit dem Mund an? Verdammter Larry. Soll ich mal so einen Death-Counter einführen? Okay, gut. Dann, okay, was war das? Minus 30, schieß mich tot oder irgend so ein Scheiß. Aber da kommen wir ja so eh nicht hin. Weil unser Floß noch nicht gewappnet dafür ist. Also die sind wir hier nochmal hin. Pi, warum ist diese Insel eigentlich nach Muffington benannt? Uff, wer ist er denn? Das ist doch einer der Gründerväter. Ich glaube, das war die einzige Insel, die noch keinen Namen hatte. Na immerhin. Was gibt es hier sonst noch? Die Gründerväter haben hier viel Zeit verbracht. Und Reginald Cockburn soll hier begraben liegen. Vielleicht findest du eine Spur von ihm. Und ich muss irgendwie mit Faith reden. Sie und die anderen Kannibalinnen müssen mir vertrauen. Kannst du noch was über Muffington Island erzählen aus dem Dossier? Die Insel gilt auch als Geisterinsel. Eine gruselige Schwesteroberin soll hier rumspuken. Oh, spannend. Vielleicht finde ich sie ja. Apropos gruselig, der da hinten sieht schon etwas bedrohlich aus. Ist der da hinten eine Frau? Sogar für Kannibalinnenverhältnisse etwas außergewöhnlich. Hallo? Ich bin Larry. Hallo, mein Name ist Otis. Du scheinst ziemlich mutig zu sein. Warum? Ich meine, du bist doch ein Mann, oder? Und wie? Eigentlich müsste ich dich jetzt in unser Gefängnis werfen. Nicht nötig, da war ich schon. Was? Nichts. Naja, ich mache mal eine Ausnahme. Gefällt es dir in diesem Stamm? Naja, geht so. Ich darf nicht im Dorf wohnen, sondern habe meine Hütte hier außerhalb. Warum das denn? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich anders bin als die anderen Kannibalinnen. Dabei bin ich schon seit der Gründung des Stammes dabei. Und, also, ich glaube ja, du bist... Wie formuliere ich das am einfühlsamsten... Ich würde wetten, dass du einen Schniedel in der Hose hast. Du meinst, du bist mindestens mal divers. Ich würde wetten, dass du einen Schniedel in der Hose hast. Das ist kein Schniedel. Das ist nur... ein ziemlich langer Pickel. Jedenfalls, Ich bin so durcheinander. Ich weiß nicht so genau, was ich eigentlich bin. Das ist alles so verwirrend.
Du musst lernen, dich selbst zu akzeptieren, wie du bist. Wie das denn? Maskuline Eigenschaften akzeptieren? Das ist ja meine beste Tricks, wie man Frauen rumkriegen kann. Du musst deine maskulinen Eigenschaften akzeptieren. Das Problem habe ich selbst auch. Aber ich habe irgendwann einfach annehmen müssen, dass meine maskuline Virilität keine Grenzen hat. Man kann als Mann auch seine Vorzüge haben. Aber die anderen verhalten sich so komisch mir gegenüber. Die Gesellschaft hier hat einfach Ansprüche an mich, die ich nicht erfüllen kann. Wenn du dich selbst attraktiv findest, dann tun das auch andere. Ja, da ist schon was dran. Was weißt du über den kleinen Kerl im Gefängnis? Oh, den finde ich irgendwie gruselig. Der guckt immer so komisch und leckt sich dabei über die Lippen. Und wohin der sich überall greift? An solche Körperstellen käme ich gar nicht ran. Der hat mich letztens so zur Weißglut getrieben, dass ich ihn geschnappt und gewürgt habe. Aber das gefiel dem sogar. Ich habe sofort aufgehört. Und da war er richtig enttäuscht. Er meinte, er hätte fast eine sexuelle, außerkörperliche Erfahrung gehabt. Hoffentlich ist er bald dick genug, damit wir ihn essen können und ich seine Stimme nicht mehr hören muss. Was kannst du mir über die Schwester Oberin erzählen? Die Schwester Oberin? Du solltest besser nicht über sie reden. Sie ist immer in der Nähe und beobachtet uns. Wenn wir irgendwas tun, was ihr nicht genehm ist, passieren schlimme Dinge. Warum tut ihr nichts gegen sie? Wenn das so leicht wäre. Auf mich hat sie es besonders abgesehen. Ich bin ihr Neffe. Ach was? Sie nennt mich jedenfalls so und meint, in ihrer Familie seien alle ordentlich. Also müsste ich das auch sein. Ich muss weg. Ich muss weg. Ist keine Gliedmaßen, die du nicht kennst. Okay. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Oh, wir haben einen Handspiegel. Ich glaube, ich würde sogar tatsächlich jetzt sofort wieder zurückdüsen wollen. Nur um zu gucken, ob das mit dem Spiegel funktioniert. Bevor ich den Stream beende und dann irgendwann in der Woche wieder anfange und dann nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Zack, da haben wir es doch. Da haben wir es. Fährkreis, Karo. Let's go. Machen wir einfach hier direkt weiter. Ich weiß nicht mal, welches Viereck das war. Scheiße. Das hier war's, glaube ich, ne? Es hat sich nichts getan. Habe ich das falsche Fährk vielleicht rausgesucht? Habe ich. Gerade gesehen und dann direkt wieder vergessen. Es regnet schon wieder. Mal Fenster zu machen. Oh, shit. Ich muss also noch mehr machen, ha? Huh? Ich kann durch das hören. Okay, war klar, dass sich was geändert hat. Okay. Okay. Also, wir haben die hier. Wir haben ihn und wir haben die hier. Und das ist... Oh, shit. Ist das der obere? Ich glaube ja, ne? Vier Punkte, den Shit und der Rotz. Das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder ein übelstes Hin und Her. Ist er hier?
Terrors. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht komplett... Ich hoffe, ich habe es nicht komplett verkackert. Das wäre es. Was ist das hier? Nice. Ich kann durch das... Einhorn, Alien, Mittelfinger. Lässt sich leicht merken. Also Rind. Weiter. Einhorn. Alien. Mittelfinger. Pokéball. Olima. Triforce. Let's go. Dass das war, oder? Das hier war's. Nice. Progress, ich liebe es. Ah, das hat funktioniert. Der Eingang in die Ruinen ist jetzt offen. Ja, gut. Es wird alles größer hier. Der Türöffner scheint an die Falltür gekoppelt zu sein. Eine Echsenstatue. Ich kann mir vorstellen, wer darauf anspringt. Ja. Sterben wir einfach jetzt? Ja, ne? Nein, auf keinen Fall fasse ich hier irgendwas an. Das ist Bullshit. So eine schlecht versteckte Falltür ist mir auch noch nicht untergekommen. Ich will die nicht anfassen. Am Ende kommen da noch Messer rausgeschossen oder sowas. Mehr habe ich aber nicht. Das ist der einzige Ausgang hier. Kein Türgriff. Die sieht nicht aus, als könnte ich sie einfach aufdrücken. Na schön. Dann haben wir die zumindest schon mal offen, die Tür. Dann könnte ich dem Redshirt, glaube ich, vielleicht Bescheid sagen. Ich glaube, der steht ja auf so ein Shit. Ich kann... Meinst du das? Ach, er soll es ruhig mal versuchen. Hauptsache, ich kann das... Wir brauchen aber auch das... Ja, ich weiß genau, wo ich euch ein tolles Lab bieten kann. Ja, toll. Los geht's. Okay, los geht's. Ich kann's kaum erwarten. Ich mag das hier nicht. Die beobachten mich. Ich kann es fühlen. Fang an! Also, euer Raumschiff ist auf einem fremden Planeten abgestürzt. Dort gibt es die Überreste einer uralten Zivilisation. Guter Anfang. Da nähert sich etwas. Es ist... Ein Einhorn. Ein Einhorn. Aha. Das Wesen erfasst Besitz von... Smokey. Was? Mach das weg! Ah! Na, wie findest du die Geschichte? Ich weiß nicht. Irgendwie passt das alles nicht. Was meinst du? Hört ihr das auch? Dieses Summen. Die Grauen. Sie sind ganz in der Nähe. Ich glaube, ihm gefällt's auch nicht. Vielleicht... Kannst du dir was Besseres einfallen lassen? Du weißt ja, ich will gegen Echsen kämpfen. Aber ganz konform mit den Regeln der Sternflotte natürlich. Mir fehlen wohl die passenden Antworten. Vielleicht verstehst du doch nicht so viel vom Lappen, wie du gern hättest. Ja, dafür brauche ich das D&D-Buch. Aber
Wir haben die jetzt zumindest schon mal in die Höhle gekriegt. Das ist eigentlich auch schon mal ganz gut. Ich glaube aber... Da wächst eine hübsche Orchidee. Noch eine, wo ich draufgehen kann. Let's go. Das müsste die ungiftige Orchidee sein, die Dora haben will. Bist du sicher? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Nice. Ich lebe. Ja, ich glaube, ich lebe noch. Ein Glück. Nice. Dann bringen wir die mal. Hey, ich habe hier die einzige ungiftige Orchidee des Archipels für dich. Oh, tatsächlich. Die ist richtig. Vielleicht habe ich mich verschätzt und du hast doch botanisches Wissen. Hat sich bei der Riesenorchidee inzwischen was getan? Nein, gar nichts. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas fehlt noch. Larry, ich habe in den Aufzeichnungen des Marquis aus Swingles Dossier noch Informationen. Ja? Er hat in seinem Tagebuch notiert, ich habe eine ganz außergewöhnliche Pflanze entdeckt. Ihr Geruch ist betörend und ihr Aussehen ist verlockend. Doch die Orchidee ist eine herbe Geliebte. Sie verlangt viel Aufmerksamkeit. Drei Dinge sind nötig, um sie zum Erblühen zu bringen. Shit. Sie kann nur wachsen, wenn sie mit giftigem Moorwasser gedüngt wird. Wie eine holde Dame muss die Orchidee auch mit Worten umgarnt werden. Der ätherische Klang klassischer Musik erreicht nicht nur die Herzen von Menschen, sondern auch das dieser Pflanze. Woher weiß dein Pifon das alles? Ich habe es gut erzogen. Gar nicht. Also, genug zu tun. Oh, ich habe ein bisschen Angst, meine To-Do-Liste zu sehen. Oi. Moorwasser, Worten umgarnt werden, das kriegen wir alles hin. Gut, aber ich glaube, das bringt uns hier jetzt auch nicht weiter. Mal gucken, genau, die beiden waren ja weg. Ihr wollt ja wahrscheinlich auch irgendwas anderes haben, oder kann ich euch auch in die Höhle schicken? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Was meinst du? Musst klar doch. Kennst du? Okay, habe ich noch nicht. Okay. Das heißt, jeder von denen will an einem bestimmten Ort selber sein eigenes Lab-Abenteuer haben. Dafür brauche ich aber dieses blöde Buch. Und dafür muss ich erstmal dieses beschissene Witzbuch finden. Kann ich damit das umgraben? Hilft mir nicht. Nein. Das ist kein Ort zum Graben. Also irgendwas ist mit dem Busch auf jeden Fall. So viel steht fest. Ich bin aber am Überlegen, ob wir nicht ab hier einen Cut machen wollen. Weil es ist 10 vor 3. Ich bin 6 Stunden, 40 Minuten schon unterwegs hier in dem Game. Ich denke, es ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt für einen Cut. Gott sei Dank gibt es die To-Do-Liste, damit ich halt, wenn wir das nächste Mal hier weitermachen, nicht komplett lost bin. Ja, also das wird, denke ich, gehen. Wir speichern. Kufuku Island. Ja, den ersten Part, den ich aufgenommen habe, war vom 8.11.2020. Da habe ich einfach einen Part aufgenommen. Gut. Alright. So, da bin ich mal gespannt, ob ich beim nächsten Mal da weitermachen kann, wo wir aufgehört haben. So, das nächste Mal, das wird sich jetzt aber leider Gottes ein wenig ziehen, weil das nächste Mal ist dann am 12.05. würde ich dann weitermachen. Das sind von jetzt an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Tage, ja. Ein bisschen unter einer Woche, bis dann wieder der nächste Stream startet. Das heißt, am 12.05. wird es dann weitergehen mit Larry Wet Dreams Dry Twice. Ich hoffe, dass wir es vielleicht sogar schaffen, in dem Part das Game zu Ende zu bringen. Ich weiß nicht, wie viel Progress ich jetzt tatsächlich gemacht habe in dem heutigen Stream.
Am 18.05., also der 12.05. ist tatsächlich einer der wenigen Streams, weil dann ist wieder erstmal eine ewig lange Pause bis zum 18.05. Aber dann wird auch ein bisschen durchgeknallt, dann geht es am 19.05. weiter, also sprich direkt am nächsten Tag, dann am 22.05., 25.05. und 26.05. Das sind so die eingeplanten Streamzeiten für diesen Monat. Das heißt, da ist halt leider Gottes immer so ein bisschen Pause dazwischen, aber ich denke, das sollte wohl noch gehen. Okay, Leute, ich bedanke mich bei allen, die jetzt noch so lange dabei waren. Ghosty, auch schön, endlich mal wieder was von dir gelesen zu haben. Ne, man hat dich ja doch schon vermisst. Auch dir vielen Dank, FFF, Moreno, alle, die noch da sind. Leute, ich bedanke mich. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Bleibt mir ja gesund. Ich hoffe, wir sehen uns dann am 12.05. wieder. Und dann hoffen wir, dass wir bis dahin ein bisschen Progress machen in Larry Wet Dreams. Dry twice. So. Leute, ich wünsche euch was. Gut, ich verabschiede mich. Also sehen wir uns. Bis dahin, euer Sparrix. Tschüss, ciao und Toodaloo.